So, jetzt zu ihm hin und sage hier, bitte, Digi, Level 50 bin ich. Skissel, Sklissi oder so. Danke für den Follow. The majestic gold awaits. So, und jetzt? Jetzt, Jungs und Mädels, jetzt kommt's. Worauf ich 6 Spielstunden hingespielt habe. Jetzt gehe ich zu dem rein. Sag Servus. Ah, we meet again. Nimm das Seemannslied der Legenden an. Du hast lange genug und hart gekämpft und deinen Wert in der gesamten Sea of Thieves bewiesen. Du bist eine wahre Piratenlegende, das sehe ich doch gleich. Mir wurde gesagt, es sei an der Zeit, dir unser Geheimnis zu verraten. Der Pfad zu Afins Segen soll dir offen stehen. Es gibt eine Melodie, die dir von Pirat zu Pirat weitergereicht wird und du hast dir das Recht verdient, sie zu kennen. Spiel dein Instrument in einer Taverne wie dieser und es wird sich ein Weg offenbaren. Glaub ja nicht, dass du jetzt deine Beine baumeln lassen kannst. Jetzt, da du eine Piratenlegende bist, hat deine Reise gerade erst begonnen. I think we're done here. Piratenlegende, Seemannslied, Kostüm und Titel erhalten. Und jetzt pass auf. Jetzt! Da kannst du jetzt auch bei The Way mit rein. Jetzt kannst du nachkommen. Man, er kann nur, wenn er hier in der Ding steht, dann kann er nicht mit rein. Dann geht die Tür nicht auf. Da muss man alleine sein. Also nur Piratenlegenden unter sich dürfen können das dann. Babam! Jetzt bist du im Legendenunterschlupf. War da ein einziges Mal bisher überhaupt dort drin. Da gibt es dann hier auch nämlich noch jetzt gibt es hier die Athen-Stufen. Das sind sozusagen die Piraten-Legenden-Stufen. Und da kannst du dir dann wieder neues Zeug holen. Und auch Dark, wenn du da jetzt mitspielst bei den Athen-Segen, auch du bekommst jetzt schon das Level dafür, by the way. Also, selbst wenn man da noch nicht selber Piratenlegende ist, steigt man dann auch da schon mit auf. Das finde ich ganz geil. Legendärer Hut. Legendäre Handschuhe. Eine legendäre Jacke. Legendärer Gürtel. Wär mal voll die Legende. Jetzt sind wir nämlich wirklich Legende. Servus, eure Trutschen. Das ist auch das war der Piratenlord oder die Piratenlegende überhaupt. Seefahrten des Piratenlords durchstöbern. Das sind die ganz besonderen Fahrten eben. Show them what you're made of. Stay a while and trade some tales. Off to adventure. Make me proud. Ah, das ist schon cool. Es ist schon echt schön, das endlich geschafft zu haben. Hey, Space Proper GZ. Schocker auch. Also mit dem Überfall 68 klappt immer super. Sagst du jetzt irgendjemand und jemand anders denkt sich das echt? Der probiert's dann aus und dann fällt er hart auf die Schnauze.
Piratenlegende. Ach, das geht nur, wenn du 60er bist. Okay. Und wie gesagt, was hier auch noch geplant ist, dass du irgendwann hier ganz besondere Schiffe haben wirst, die, mit denen du dann von hier aus ablegst, durch den Wasserfall. Das ist aber noch nicht drin. Das war aber schon von Anfang an. Also ganz besondere Schiffe, die es so noch gar nicht gibt für alle. Kann er dich rein, Keller ist wieder zu? Ich komme schnell, hol dich ab. Du musst nur kurz aus der Taverne raus, weil sonst geht das Lied nicht. Da kannst du auch mal hier rein gucken. Da darf jeder rein. Ich, weißt du, ich habe Mitgliedschaft. Mach das, klar. VIP? So sieht's aus. Like a boss. Und die hat nämlich auch nochmal Special Sachen, die es nur bei der gibt, nämlich. Das ist halt mal richtig teuer. So ein Rumpf mal 300.000. Das Ding 300.000. Und das doch nochmal 300.000. Und wir reden jetzt noch nicht mal hier. Dafür musst du jetzt nochmal. Dann hier auch bei Athens Dingens wirst du nochmal ganz oben sein. Das ist auch eine geile Galleonsfigur. Stufe 10. Geistersegel, das leuchtet auch grün. Also das ist schon cool. Minimi, servus. Also man sieht, man hat auch, wenn man Legende ist, dann ist man noch nicht durch, sondern man braucht dann auch noch viel Asche und dann dementsprechend ein Sitzfleisch, um auch noch da weiter hochzukommen. Scheißschule, Scheißschule, Minimi, Scheißschule. Endlich gehöre ich in den elitären Streamer-Club der Piratenlegenden. Meine Güte, fühlt sich das krass gut an. Man fühlt sich gleich so ein bisschen besser.